Ich begrüße Sie zu einer weiteren Aufgabe aus dieser Serie der Optikberechnungen. Wir werden uns jetzt wiederum mit der Brechung beschäftigen, immer noch Brechung eines Lichtstrahls. Und da wird ein Prisma betrachtet. Ich will das Prisma rasch skizzieren, dass Sie wissen, was da überhaupt gemeint ist. Wenn wir von der Seite ein Prisma anschauen, die Basis ist egal, wie die aussieht, dann haben wir da oben einen Winkel, den wir beim Prisma dann normalerweise Alpha nennen, der Prismenwinkel Alpha. Da kommen ja hier Strahlen, also wir wollen jetzt einen dieser Strahlen mal anschauen. Da kommt ein Strahl hier, trifft dann das Prisma an einer Stelle, wo wir das Lot brauchen und geht dann weiter, zum Beispiel so, trifft dann wiederum auf die zweite Seite des Prismas. Und im Unterschied zur planparallelen Platte gibt es dann die Ablenkung wieder in der gleichen Richtung wie vorher. Also wenn es da im Uhrzeigersinn war, dann geht es auch im Uhrzeigersinn weiter. Wenn es überhaupt rauskommt, es könnte hier auch Totalreflexion geben. Und weil wir jetzt den Winkel Alpha schon reserviert haben für den Prismenwinkel, nennt man die entsprechenden Winkel jetzt hier für unsere Aufgabe Epsilon 1, Einfallswinkel. Und dann der Winkel zum Lot hier nennen wir Gamma 1. Und auf der zweiten Seite entsprechend Gamma 2. Und hier dann zum Lot Epsilon 2. Das sind immer die Winkel gemeint, die zum Lot an den entsprechenden Oberflächen genommen werden. Und mit diesen Bezeichnungen können wir jetzt diese Aufgabe auch verstehen. Verwenden Sie das Brechungsgesetz sowie elementare Geometrie, Innenwinkelsumme, für die Herleitung der folgenden Zusammenhänge beim Prisma. Einmal der Winkel Alpha. Prismenwinkel Alpha soll gleich groß sein wie Gamma 1 und Gamma 2 zusammen. Das checken wir dann nachher. Dann Delta, den haben wir noch nicht eingeführt. Der Winkel Delta ist der Gesamtablenkwinkel. Der Lichtstrahl kommt ja ohne Prisma, würde der so weiterlaufen. Das wäre der Strahl, das wäre die Richtung des Lichtstrahls ohne Prisma. Das wird es ja mit dem Prisma zusammen abgelenkt in eine neue Richtung, oder? Das nennt man den Gesamtablenkwinkel Delta. Dieser Gesamtablenkwinkel Delta kann man offenbar auch berechnen mit den einzelnen Winkeln und dann hier noch das allgemeine Brechungsgesetz Sinus Epsilon 2 und so weiter. Also wie kann man den Winkel Epsilon 2 berechnen aus den bekannten Winkeln Epsilon 1, Alpha und dem Brechungsindex. Die drei Sachen wollen wir uns mal anschauen. Brechungsindex, noch rasch markieren. Und ein Teil der Aufgaben ist einfach. Wollen wir das mal erst checken. Sehen wir uns mal das Alpha an. Da steht jetzt Alpha gleich Gamma 1 plus Gamma 2. Der Winkel Alpha ist der da oben. Gamma 1 haben wir da und Gamma 2 haben wir da. Wenn wir jetzt uns rasch überlegen, wo denn, es steht ja auch was von Innenwinkelsumme, wie denn jetzt in dem Dreieck hier die Innenwinkelsumme aussieht. Ich mache mal die drei Eckpunkte des Dreiecks etwas dicker. Da können wir sagen, dass ja hier der Winkel Alpha Teil dieses Dreiecks ist und dann dieser Winkel hier und dieser Winkel hier ist auch Teil dieses Dreiecks. Und den Winkel hier können wir ausdrücken, indem wir nämlich sagen, das ist ja 90 Grad hier vom Lot und Gamma 1 ist ja danach die Abweichung da vom Lot, das heißt, wir haben hier als Rest zu diesen 90 Grad gerade 90 Grad minus Gamma 1. Genau das gleiche haben wir hier. Wir haben da das Lot auf dieser Seite. Das heißt, insgesamt sind das 90 Grad. Weil wir da Gamma 2 haben, bleibt dann hier 90 Grad minus Gamma 2 übrig. Wenn wir deshalb die Innenwinkelsumme in diesem rosaroten Dreieck nehmen, dann steht das auch hier 90 Grad minus Gamma 1 plus 90 Grad minus Gamma 2 plus Alpha. Und in einem Dreieck, egal, rechtwinklig oder auch nicht, ist immer die Innenwinkelsumme 180 Grad. Die Summe dieser Innenwinkel. Jetzt haben wir hier 180 Grad und da haben wir 90 Grad und 90 Grad. Das heißt, das können wir gegeneinander kürzen, also subtrahieren auf beiden Seiten, dann erhalten wir diese Restgleichung, also gleich 0 gibt es ja dann, und wir können deshalb sagen, Alpha ist gleich
Gamma 2 auf die Seite, Gamma 1 auf die Seite. Wir finden also Alpha gleich Gamma 1 plus Gamma 2. Das ist genau das, was hier behauptet wird. Alpha, der Winkel Alpha hier, kann ich direkt angeben, wenn ich die zwei Winkel hier zusammenzähle. Das ist eine praktische Gleichung, die man dann manchmal braucht bei einfachen Überlegungen beim Prisma. Jetzt die nächste Behauptung, Delta soll Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus Alpha sein. Also der Gesamtablenkwinkel Delta kann nicht auch mit Alpha und den beiden Winkeln außen berechnen, Epsilon 1 und Epsilon 2. Epsilon 1 ist ja hier, Epsilon 2 ist da. Jetzt können wir das folgende Art überlegen. Der Strahl kommt ja hier von links und würde normalerweise so weitergehen, ohne Prisma. Es wird aber hier abgelenkt um einen bestimmten Winkel hier. Und dieser Winkel ist ja eigentlich dann der Winkel Epsilon 1, den wir hier auch sehen, minus Gamma 1. Also Epsilon 1 minus Gamma 1 gibt genau diesen ersten kleinen Ablenkwinkel Delta 1, sage ich mal dazu. Die Winkelrechnung ist jetzt immer positiv. Dann haben wir hier das Gleiche. Wir haben da ja den Strahl jetzt abgelenkt und der kommt jetzt hier. Normalerweise würde er ohne weitere Oberfläche so weiterlaufen. Er macht aber jetzt eigentlich einen Knick, nochmals in die gleiche Richtung. Wir können sagen, der Knick, den er hier macht, ist dann eigentlich Delta 2. Und das Delta 2, wenn Sie das anschauen, hier können wir auch berechnen, indem wir sagen, der Strahl würde normalerweise so laufen. Das heißt, dann haben wir vielleicht vom Lot aus gemessen Epsilon 2 zunächst mal. Und dann vom Lot aus gemessen ist da ja wieder Gamma 2. Das heißt, wir haben hier Epsilon 2 minus Gamma 2 für das Delta 2. Epsilon 2 minus Gamma 2 ist gerade Delta 2. Und der Gesamtablenkwinkel ist jetzt Delta 1 plus Delta 2. Der Strahl wird zuerst um Delta 1 abgelenkt und dann nochmals um Delta 2. Wenn wir das einsetzen, dann steht also hier Epsilon 1 minus Gamma 1 plus Epsilon 2 minus Gamma 2. Das ist ja Gamma 1 und Gamma 2 in der Summe ja gerade Alpha. Also statt minus Gamma 1 minus Gamma 2 zu schreiben, kann ich auch direkt minus Alpha schreiben. Und dann bleibt also übrig Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus Alpha. Und das war die Behauptung dieser zweiten Aufgabe hier. Delta ist gleich Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus Alpha. Jetzt kommen wir zur dritten Aufgabe, wo wir dann den Winkel Epsilon 2 auch wirklich berechnen lernen, wie groß der wird. Und da müssen wir einfach das Brechungsgesetz zweimal hintereinander anwenden. Und dann eben diese Ergebnisse, die wir hier schon kennen, also vor allem das hier. Probieren wir das mal. Wir schreiben jetzt das wie folgt. Wir fangen vielleicht hinten an. Wir wissen, dass Sinus von Epsilon 2 ist nach dem Brechungsgesetz mit dem Gamma 2 verknüpft. Also Sinus Epsilon 2 durch Sinus Gamma 2 ist das n, der Brechungsindex hier. Jetzt Gamma 2, haben wir gesehen, können wir ausdrücken mit Gamma 1 und Alpha. Also Gamma 2 ist gleich Alpha minus Gamma 1. Das können wir hier auch schreiben, Sinus Epsilon 2 ist also gleich, nehmen wir das auf die andere Seite, n mal das Sinus von Gamma 2 ist also wie gesagt Alpha minus Gamma 1. So. Und jetzt haben wir das Brechungsgesetz auf der Seite zu berücksichtigen. Das Gamma 1 ist ja da nicht einfach freigegeben, sondern hängt von Epsilon 1 ab. Wir wissen, Sinus von Gamma, also Sinus von Epsilon 1 durch Sinus von Gamma 1 ist gleich n. Auch auf der Seite hier. Also ist das Gamma 1, nehmen wir das zuerst da nach rechts, dann steht also hier Sinus Epsilon 1 durch n
ist gleich Sinus von Gamma 1. Und Gamma 1 alleine ist deshalb der Arcosinus von dem hier. Von Sinus Epsilon 1 durch n. Und das können wir da einsetzen. Dann erhalten wir Sinus von Epsilon 2 ist gleich n mal der Sinus von Alpha minus der Arcosinus von Sinus Epsilon 1 durch n. So. Und die Beziehung hier erlaubt es mir also mit dem Einfallswinkel Epsilon 1 hier und dem Brechungsindex den Ausfallswinkel Epsilon 2 zu berechnen. Epsilon 1, Brechungsindex, natürlich der Prismenwinkel brauche ich auch und der Brechungsindex. Und das war genau die Behauptung hier. Sinus Epsilon 2 ist gleich n mal Sinus Alpha minus Arcosinus und so weiter. Also Sie sehen, diese drei Aufgaben sind nicht sehr schwierig. Man kann sie dann natürlich mit Zahlen versehen, dann wird es noch ein bisschen konkreter. Aber das sind die allgemeinen Zusammenhänge beim Prisma. Und wenn man dann in der Optik Linsen bespricht, dann muss man einfach daran denken, dass die Linsen im Grunde genommen immer auch aus Prismenstückchen bestehen. Also wenn ein Strahl kommt, dann erlebt er ja hier eine Brechung, dann hier wieder eine Brechung. Das heißt, wir haben dann hier eigentlich einen Prismenabschnitt, der mit Epsilon 1 und Epsilon 2 bzw. mit Delta dann berücksichtigt werden kann. Man kann zeigen, dass für Strahlen, die nahe bei der optischen Achse liegen, nahe bei der Linse, Linsenzentrum, dass dann der Gesamtablenkwinkel, wenn man den ausrechnet, vereinfacht werden kann, man dann die Brechungsgesetze oder die Abbildungsgesetze besser gesagt erhält. Also das ist eigentlich eine Konsequenz dann auch dieser Prismenüberlegungen. Wir haben dann hier ein konkretes Beispiel für so eine Prismenaufgabe. Wie groß wird der Gesamtablenkwinkel Delta, wenn das Prisma einen Brechungsindex von 1,57 und einen Prismenwinkel von 57 Grad besitzt und der Einfallswinkel Epsilon 1 gleich 30 Grad ist? Wir können dazu also die Vorgängeraufgabe hier direkt verwenden. Wir müssen das Sinus Epsilon 2 berechnen. Das ist der erste Teil. Und dann mit dem Epsilon 1, dem Epsilon 2 und dem Alpha den Winkel Delta berechnen. Das ist alles, was wir tun müssen. Also einfach Zahlen einsetzen. Machen wir das mal jetzt konkret für diese Aufgabe. Ich will das jetzt hier, diesen Ausdruck berechnen. Mit dem Epsilon 1 von 30 Grad, dem Winkel Alpha von 57 Grad und dem Brechungsindex 1,57. Dann haben wir hier, also fangen wir hier innen an. Epsilon 1 ist 30 Grad, Sinus davon, so viel, das hätte ich auch gewusst, durch 1,57, dann haben wir 0,31, dann davon den Arcosinus, so, dann doch negativ nehmen und Alpha addieren, Alpha 57 Grad. Jetzt habe ich einen neuen Winkel, 38 Grad, davon nehme ich den Sinus. Und das wird dann noch mit n multipliziert. 1,57. Dann erhalte ich also für den Sinus von Epsilon 2 0,975 Grad. Wenn ich jetzt den Inverse Sinus nehme, also den Arcosinus, habe ich Epsilon 2. Das wird dann 77,37 Grad. Also Epsilon 2 ist 77,38 gerundet Grad. So. Und dann können wir die andere Gleichung verwenden, nämlich Epsilon 1 plus Epsilon 2 minus Alpha ist das Delta. Also Delta ist dann gleich Epsilon 1, das sind die 30 Grad, plus Epsilon 2, das haben wir gerade berechnet, minus 57 Grad. Also das da plus 30 minus 57. Das gibt mir einen Gesamtablenkwinkel von 50,38 Grad. Also ziemlich einfach, wenn man mal diese Gleichungen hat, das einzusetzen und dann so Prismenrechnungen zu machen.